Hi zusammen, willkommen zu diesem neuen Video hier auf dem Natur- und Fototechnik-Kanal Amazing Nature Alpha. Heute, aufgemerkt, bringe ich euch mal etwas komplett Neues bei, was es so auf meinem YouTube-Kanal überhaupt noch gar nicht gegeben hat. Jeder von euch, der schon länger im Thema ist, der weiß ja, dass wir Makros, die jenseits von 1:1 Vergrößerungsmaßstab sind, also die Bilder, die richtig nah dran sind, ja, wo wir den Zeck von mir aus oder eine kleine Fliege, eine Obstfliege richtig groß sehen können, das sind Objektive, die 2:1 meistens haben oder sogar 5:1. Und da stellen wir uns natürlich schon die Frage, wie stacken wir denn das? Weil mit einem Bild, das wisst ihr ja, seid ja schon lang genug dabei, haben wir viel zu wenig Schärfentiefe. Und deswegen behelfen wir uns, solche Fotos zu stacken. Das heißt, wir machen eine Serie an Bildern mit einem verlagerten Fokus. Moderne Kameras, sicherlich auch deine da draußen, ja, wenn du bei Fuji oder Canon bist, die kann das auch schon längst, ja, die haben ein integriertes Fokus-Stacking. Das heißt, der Fokus wird immer wieder verlagert und die Kamera macht ein Bild. Das macht zum Beispiel die OM-1 super schnell. Die Sonys sind da ziemlich lahm, obwohl sie die Performance hätten, machen die klack, klack. Also das ist für Fokus-Stacking häufig viel zu lahm, wenn das Insekt schon ein bisschen wach ist. Da empfehle ich euch dann, geht morgens raus, wo die Insekten noch in der Kühle, in der Starre sind. Da könnt ihr auch so eine langsame Stacking-Kamera verwenden. Aber das Hauptproblem dabei ist, dass die Objektive, die jenseits von 1:1 sind, meistens keinen Autofokus-Motor haben. Und deswegen können wir das integrierte Stacking der Kamera gar nicht verwenden. Also wie behelfen wir uns? Wir bauen ein Stativ auf, wir bauen einen Makroschlitten drunter. Da gibt es zahlreiche Videos auf meinem YouTube-Kanal, wo ich euch das schon gezeigt habe. Und dann verlagern wir den Fokus, machen ein Bild, verlagern den Fokus, machen ein Bild und so weiter, bis wir 30, 40 Bilder gemacht haben. Da muss aber auch in der Zeit das Insekt stillgehalten haben. Ja, bei einer Blüte ist das natürlich leichter, wenn kein Wind geht. Und anschließend gehen wir in eine Software. Da gibt es sicherlich auch Gratis-Versionen, aber ich habe hier die professionelle Helikon-Fokus. Und wenn ihr bei Lightroom Photoshop seid, da könnt ihr auch Photoshop verwenden. Ich sag mal, bis 20, 30 Bilder funktioniert das meistens sehr, sehr gut. Da gibt es auch schon Anleitungsvideos auf meinem Kanal. Aber heute zeige ich euch mal etwas komplett Neues. Es ist nämlich auch möglich, und das will ich heute hier zum ersten Mal ausprobieren, dass wir auch die Kamera einfach in Serienfeuer stellen. Das heißt, wir gehen jetzt hier bei diesem Makroobjektiv, das ist ein 2:1, gehen wir einfach in die größte Vergrößerungseinstellung, gehen auf eine Blende 4, weil eine Blende 4 meistens so der Sweet Spot, 5, 6 natürlich auch, aber wir brauchen auch jede Menge Licht und wir stacken ja sowieso, also offene Blende 4, f2.8 ist meistens zu wenig Schärfentiefe, zu unscharf, ja. Blende 4 würde ich euch empfehlen. Dann gehen wir in den schnellen Serienbildfeuermodus, ja. Natürlich packen wir uns da oben auch noch eine Lampe drauf. Ich habe hier die, die ich euch in dem letzten Video vorgestellt habe, Zubehör, was mich einfach nicht mehr loslässt, ja, was an mir klebt wie Gift, weil es so toll ist. Da gehört auch diese Lampe dazu. Habe ich euch unten noch mal rein verlinkt. Gibt es ja echt mittlerweile sehr preisgünstig bei Fotokoch und hat auch eine Powerbank-Funktion mit 10.000 mAh. Nur noch mal so by the way. Aber Kamera in den schnellen Serienbildfeuermodus stellen. Der Nachteil ist aber, dass die meisten Kameras nur 10 Bilder pro Sekunde schaffen. Vielleicht hast du eine Kamera, die kann 30. Ja, nutz das aus. Vielleicht hast du die Canon R7 APS-C-Kamera, hat 30 Bilder pro Sekunde. Also stelle deine Kamera in den schnellsten Feuermodus. Hier ist es natürlich ein bisschen unfair, weil ich hier die A9 III am Start habe. Die kann 120 Bilder in der Sekunde. Da ist es natürlich einfach zu stacken. So, es gibt dann aber auch noch einen Trick für Leute, die eine langsamere Kamera haben. Dazu komme ich dann gleich. So, wie gehe ich jetzt vor? Ich suche mir irgendwie ein schönes Insekt hier in der Gegend, ja, vielleicht auch eine Spinne. Und im Idealfall, ihr könnt das freihand machen. Ich habe das auch gerade gemacht. Also, das bedeutet, ich gehe so her, stütze das so ein bisschen am Auge oder an der Cappy ab in dem Fall. Und dann gehe ich hier in die Schärfenebene und dann drücke ich durch und verlagere in dem Moment, wenn ich weiß, die Schärfe ist gerade an der vordersten Kante des Insekts, drücke ich durch und lege mein Gewicht nach vorne. Seht ihr das? In dem Moment macht die Kamera drrrt und durchschneidet dieses Insekt durch. Und die Hoffnung ist, dass wir das später, und das zeige ich euch auch gleich,
in der Software wieder zusammenbauen können. Also die Endergebnisse kriegt ihr auf jeden Fall auch eingeblendet in diesem Video. Also das heißt, hingehen, Vorsicht natürlich, Insekten fliegen auch gern mal weg, auch wenn es kühl ist noch. Also schön vorsichtig hin, die Lampe vorher einschalten und dann merkt man aber auch schon, dass die Insekten meistens dann von dem Licht angeregt werden und sich das Bewegen anfangen. Aber dieser Stacking-Vorgang geht unter einer Sekunde hier bei der A9 III mit 120 Bildern in der Sekunde. Aber ihr könnt das auch, sag ich mal, wenn ihr eine Sony A7 IV, A7 III habt, mit 10 Bildern in der Sekunde könnt ihr das auch schaffen, dass ihr innerhalb von 1-2 Sekunden das beendet habt. Also Dauerfeuer und nach vorne bewegen. Eine gleichmäßige Bewegung. Natürlich ist das ein bisschen Übungssache. Ihr könnt euch auch mit einem Einbeinstativ behelfen. Und da war ich heute Morgen ganz besonders schlau, mal wieder. Ich habe nämlich mein tolles Freewell dabei, ja, das beste Reisestativ, was ich euch letztens vorgestellt habe. Und das hat ja eine Einbeinfunktion. Und da war ich besonders schlau und dachte mir, ha, ich habe ja ein Einbein dabei. Mach das ab und sehe dann, dass ich meine Mittelsäule, weil ich halt so ein Gewichtsfreak bin, der das auch noch zu Hause lässt, diese Mittelsäule zum Ausziehen, die habe ich zu Hause gelassen und die bräuchte ich für die Einbeinfunktion. Ja. Aber ich habe noch einen kleinen Trick. Und zwar seht ihr hier das Bein. Das ist super leicht, ne? Und das hat ja ein 3/8-Gewinde. Und ich habe ja hier einen Kamerakäfig. Also schraube ich das direkt hier rein. Das ist zwar nicht so ganz elegant, als könnte ich jetzt hier noch einen Kugelkopf ein bisschen beweglich geöffnet lassen. Dann kann man die Kamera in der Achse auch parallel zum Insekt führen. Aber immerhin ist es schon mal ein bisschen abgestützt. Und was ich jetzt mache ist, ich stütze, ich weiß nicht, ob das noch drauf ist, ja, aber ich stütze diesen unteren Teil des Stativs hier so ein bisschen an meinem Speckbauch ab oder an meinem Gürtel oder so, ja, oder an der Hose, dass es nicht so nach unten rutscht. Und dann seht ihr, dann habt ihr schon eine echt coole Position der Kamera, die nicht mehr so stark sich bewegt. Nice. Dann gehe ich her, pack mir das Insekt und mach das so, wie ich euch gerade beschrieben habe. Und dann habt ihr eine gewisse Ruhe da drin. Das ist genial. Und ich bin froh, dass ich diesen Käfig drum hatte hier bei der A9, weil sonst hätte ich jetzt keine Möglichkeit gehabt, dieses Bein daran zu befestigen. Ich meine, ich hätte auch eigentlich das komplette Stativ auch nehmen können, fällt mir gerade ein. Ne? Also alle drei Beine hier reinstützen. Aber mit einem Bein ist es natürlich viel eleganter. So, und was richtig krass ist, ich habe hier hinten einen goldenen Käfer entdeckt, keine Ahnung, was das ist. Und der hat hinten einen Zeck oder einen Parasit drauf sitzen. Und das ist natürlich ein besonders spannendes Bild. Und das machen wir jetzt mal schnell zusammen. Also ich gehe hierher, versuche, das Tierchen erstmal zu finden. Und wenn ich es habe, dann gehe ich an die äußere Kante. Lampe muss eingeschaltet sein. Nehme eine 640. Sekunde. Und da bin ich hier halt schon bei einer ISO 6400, ne? Weil es halt hier noch ziemlich dunkel ist und die Lampe mit 100% hier zwar dagegen hält, aber das auch nicht komplett ausgleichen kann. Und wenn ich meine, ich hab mich eingemoved, kann man ein bisschen üben, vor, zurückgehen, dann drücke ich und bin schon fertig. Habt ihr das gehört? Kamera schreibt im Affenzahn die Bilder auch weg. Das ist echt beeindruckend bei der A9. Ich habe eine schnelle Karte drin. Das ist irre. Ich bin immer wieder total happy mit dieser Kamera, muss ich sagen. Trotz der nur 24 Megapixel, aber die ist halt einfach brutal. Aber sie kostet halt auch brutal Geld, muss man auch dazu sagen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich habe das auch mit einer 3/20 probiert. Also ihr kennt ja die Theorie, Kehrwert der Brennweite, ein 100er Makro. Also könnte ich theoretisch eine 100stel aus der Hand halten. Das gilt aber nicht für Makro, weil da seid ihr so nah, dass ihr das extrem verzittert. Beim Makro könnt ihr da locker den Faktor 5 noch draufrechnen. Das heißt, eine 500stel, eine 640stel würde ich hier empfehlen, weil ich gemerkt habe, dass die Einzelframes nicht so knackig scharf sind, wie das Objektiv eigentlich können müsste. Und ja, natürlich könnt ihr das auch in der Sonne machen. Ihr könnt einen Faltreflektor nehmen, wenn ihr kein Licht habt. Nehmt eine Alufolie, nehmt einen Faltreflektor, den ihr drunter haltet oder den ihr vielleicht sogar mit der zweiten Hand hier so hinhaltet und dann stützt das ab und drückt und geht nach vorne. Und durch das hier 120 Bilder in der Sekunde macht, habe ich natürlich den Luxus, dass das sehr schnell erledigt ist, das Tier sich nicht bewegt und der Stack sehr dicht ist. Das heißt, ich habe kaum Leerräume oder Zwischenräume. Und jetzt schauen wir mal in der Software, rendern wir mal ein Bild zusammen und am Ende zeige ich euch, was ich alles heute fotografiert habe. Aber jetzt noch vorher der Trick, den ich euch verraten wollte. Was kannst du machen, wenn deine Kamera diese Serienbildgeschwindigkeit nicht hat und du mit 10 Bildern in der Sekunde jetzt nicht so super zufrieden bist? Du willst ein schnelleres Stacking machen. Dann nimm doch einfach die Videofunktion deiner Kamera. Ja, natürlich, du hast dann kein RAW mehr, das ist schade, ja. Das ist schon toll, wenn man das in der Nachbearbeitung noch hat. Aber du hast
Mini-JPEGs im Grunde, wenn deine Kamera 4K kann, ja, dann hast du ein 8-Megapixel-Bild. Und das ist nicht wenig. Ja. Das bedeutet, du stellst deine Kamera in 4K 30p. Wenn sie 60p kann, umso besser, dann hast du 60 Bilder in der Sekunde. Und dann gehst du auf Filmen und durchschwenkst das Ganze. Gehst in ein flaches Profil, gehst in ein Log-Profil, PP11 zum Beispiel, PP10. Also dass das ein ganz flaches Profil ist, ein kontrastarmes Profil, weil dann hast du ganz viel Licht in den Tiefen und ganz viel Lichtreduktion in den Lichtern. Das ist super. Oder du gehst, wenn du das nicht hast, mit dem Kontrast ganz runter bei Video. Dann filmst du das. Also du gehst auf Filmen, machst die gleiche Bewegung wie ich gerade. Und dann kann Helikon-Fokus tatsächlich aus diesem Film auch ein Stacking machen. Ich habe das zwar noch nie ausprobiert, aber das funktioniert. Das habe ich gesehen. Diese Funktion gibt es in dem Programm. Und wenn du sagst, ich habe keinen Helikon-Fokus, na, dann wird es ein bisschen umständlicher. Dann brauchst du eine Software, die dir aus diesem Film die Einzelbilder extrahiert. Und diese Einzelbilder kannst du dann ganz normal in einer Stacking-Software in den Stapel laden. Also das geht auch. Probier das gerne mal aus, wenn du nicht mit deiner Serienbildgeschwindigkeit zufrieden bist und da nicht so gute Ergebnisse erzeugst. So, ich habe viele wunderbare Makros gemacht. Da könnt ihr schon mal auf die Bildshow gespannt sein, die ich euch dann einblende. Aber jetzt möchte ich erstmal am Beispiel von diesem Käfer mit diesem, ja, bizarr leuchtenden Parasit auf dem Rücken zeigen, wie ich das stacken würde. Und zwar gehe ich da so vor, wir haben ja eine Anzahl an unscharfen Bilder, die erstmal bevor das erste scharfe Bild kommt, das ist dann hier, zu löschen sind. Und da gehe ich einfach her, markiere die alle mit der Taste X. So, und dann habe ich eine Anzahl an gesteckten Fotos und da gehe ich dann an das Ende des Stapels und lösche auch alle Bilder, die danach unscharf sind. Also bis hierhin möchte ich das Blatt haben und alles dazwischen möchte ich auch haben, aber das, was dann unscharf danach kommt, brauche ich natürlich nicht. Dann gehe ich in ein mittleres Bild, wo ich das Gesamtkunstwerk am besten beurteilen kann und fange an, dieses mit den normalen, ja, Bearbeitungsschritten mal zu bearbeiten. Wichtig ist, man kann jetzt hier bereits eine große Dynamik reingeben. Weiß und Schwarz würde ich erstmal in Ruhe lassen, denn wenn wir ein flaues Bild haben, dann haben wir erstmal alle Informationen aus dem RAW herausgekitzelt und können später beim fertigen gesteckten TIFF die Kontraste wiederherstellen. Aber wichtig ist eben, dass wir alles enthalten haben. Den perfekten Weißabgleich stelle ich wieder über meine Schaukelmethode ein, ihr kennt die schon. Indem ihr einfach die Sättigung auf 100% reißt, habt ihr eine gute Ausgewogenheit jetzt hier. Wir können hier jetzt schon ein bisschen Dynamik dazugeben, aber viel mehr würde ich jetzt auf keinen Fall machen. Objektivkorrektur gibt es jetzt keine, weil das ein noch geheimes, unbekanntes Objektiv war. Schärfen lassen wir auch in Ruhe. Das sind alles Arbeitsschritte, die wir am Ende machen. Wichtig ist eben, dass wir mal eine gute Belichtung haben. Das darf noch ein bisschen heller sein. Schön das Histogramm in die Mitte bringen. Ihr seht, das ist sehr flau, das Bild. Da können wir später noch ordentlich Kontrast dazugeben. Aber jetzt fürs Stacking wollen wir alle Informationen drin haben. Deswegen würde ich das so belassen. Damit das Stacking-Programm sich später beim Stacken leichter tut, können wir jetzt auch einen Beschnitt vornehmen, um Überflüssiges eben auszusparen. Das Bild ist mit einer ISO 6400 entstanden und rauscht dementsprechend stark. Das würde ich aber jetzt so lassen. Wir nehmen nicht die intelligente Entrauschung bei Lightroom, weil die eben KI-basiert ist. Das heißt, sie fasst jedes Bild minimal etwas anders an. Und das würde dann im Stapel zu Irritationen führen. Dementsprechend werden wir das jetzt so rauschig, wie es ist, verarbeiten und danach eventuell nochmal in Topaz gehen. Denn Topaz kann ja auch ein fertiges TIFF entrauschen. Wir könnten jetzt diesen Stapel auch direkt in Helikon öffnen, aber ich mache das immer gerne oldschool. Ich habe hier einen Ordner, der heißt TIFF für Helikon. Habe ich mir ein Preset angelegt. Das landet automatisch in meinem Makro-Stacking-Ordner. Und wir nennen das dann einfach Käfer. Und weil ich vielleicht Käfer schon vergeben habe, machen wir mal Käfer 5. Das ist ein 16-Bit-TIFF. So, dann öffnen wir Helikon, gehen auf das Plus und landen sofort an dem Speicherort, wo ich immer meine Stackings liegen habe. Das speichert sich Helikon und dann gehe ich auf Öffnen. Dann werden die Bilder in den Stapel geladen. Und zuerst würde ich die Methode A versuchen, gewichteter Mittelwert.
Das Programm ist ja so schnell und leistungsfähig, dass wir hier dementsprechend einfach mal drei Methoden durchrechnen und dann schauen, was passiert. Ja, wir haben hier einen leichten Hof, der um den Fühler entsteht, weil Helikon natürlich hier sehr schön das Rauschen auch entfernt. Ich würde auch nochmal Methode C, Pyramide, rendern lassen, denn sie behandelt einen tiefen Stapel sozusagen. Und das sieht mir auf den ersten Blick viel besser aus. Das Bild ist zwar verrauscht im Gegensatz zu diesem Bild, was auch dann schärfer wirkt, aber dafür hat der Fühler nicht so einen Hof. Dementsprechend glaube ich, mit dem Gedanken, dass wir später sowieso noch in Topaz gehen, dass die rauschige Version hier tatsächlich der bessere Stack ist. Können ja auch nochmal den Parasit anschauen. Ja, das sieht schon klasse aus, wenn das entrauscht ist. Aber ich hoffe, dass Topaz uns ein ähnliches Ergebnis macht. Und dann haben wir halt den Vorteil, dass wir keinen Fehler am Fühler haben. Aber das sieht schon sehr, sehr gut aus jetzt. Dann gehen wir auf Speichern und speichern uns das direkt in unseren Zielordner Natur Makro A9 Serientest und speichern das. So, nachdem wir das Bild importiert haben, können wir es nochmal weiter bearbeiten. Es ist ja immer noch sehr kontrastarm. Dementsprechend hier mal deutlich Kontrast dazugeben. Die Lichter auf dem Panzer können wir auch noch so ein bisschen reduzieren. Wir werden es jetzt nicht schärfen. Nochmal ein bisschen Blau dazu, dass sich Braun und Grün nochmal so ein bisschen trennen hier. So, und dann machen wir Rechtsklick. Bearbeiten in Topaz AI. Kopie mit Lightroom. Anpassungen, das heißt, auf dem Original passiert nichts. Und Topaz hat sich jetzt dafür entschieden, nur ein Denoise anzuwenden. Damit bin ich nicht ganz einverstanden. Ich möchte auch eine leichte Schärfung drauf liegen haben. Deswegen gehe ich hier aufs Plus. Gehe noch in Sharpen. Ich finde, das Denoise ist zu stark angewendet worden. Da gehe ich mit der Stärke einfach nochmal deutlich zurück. Und dann erhalten wir hier noch mehr Details. So gefällt mir das besser. Nichts übertreiben. Wir haben jetzt wieder eine ganz leichte Grundkörnung dort. Das andere war mir dann einfach viel zu glatt gebügelt. Dann gehen wir auf Export zu Lightroom. Und so habe ich das mit den folgenden Bildern auch gemacht. Viel Spaß mit der Bildschau.